Hallo und herzlich willkommen zurück zum fünften Part von Assassin's Creed Brotherhood. Wir waren dabei, wir haben das letzte Mal den Aussichtsturm synchronisiert und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter. Genau, und ich glaube, wir sollten hier runterspringen. Als dein Bauer widersetzte sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. So. Dann muss ich jetzt wohl die Wachen verfolgen. Ja, eine Sache zum Sagen. Nämlich kam in letzter Zeit nur wenige Assassin's Creed Brother-Teile, weil ich ein Problem mit meinem PC hatte. Ich habe auch keine anderen Videos hochgeladen in dieser Zeit. Und ja, und jetzt geht's wieder los. Internet war zwischendrin aus, jetzt haben wir eine bessere Leitung. Habe ich aber schon in der Beschreibung von anderen Videos geschrieben. Und ja, das ist jetzt eigentlich recht gechillt. So, aufpasst, dass die uns hier nicht entdecken. Genau, dann laufen wir denen hier mal schön hinterher. Joa. Ist eigentlich recht schön hier. Bisschen mit den Heuhaufen und ich mag die Grafik von dem Spiel. Sua Santità hat 12 neue Posten an höchster Stelle bei Mutter Kirche geschaffen. So. Ist halt echt cool wegen unserer Internetleitung, weil ich kann halt jetzt viel schneller Videos hochladen und Sachen runterladen. Und ja. Das ist dann eigentlich ganz gechillt. Also statt einer 6000er Leitung haben wir jetzt eine 16000er. Und das ist eigentlich ganz chillig. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Was ihr so für eine Leitung habt und wie ihr das so findet. Angenommen, ihr habt eine langsame Leitung, wie ihr das dann findet. Oder ihr habt eine richtig schnelle Leitung. Wie es halt dann ist. Also ich muss persönlich sagen, ich finde eine schnelle Leitung eigentlich relativ cool. Straßenpenner, liegen alle auf dem Boden. So. Bitte richtet eurer Cousine meine Grüße aus. In meiner Lage kann ich aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Marzio. So. Klettern wir hier einfach mal hoch. Schon mal, was da oben so abgeht. Natürlich und gleich meine Wache. Ah, Kackendreck. Oh, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt hier, aber es passt dann, denke ich. So, die Wachen eliminieren, das machen wir doch. Ich hoffe auch, man hört die Maus, das Mausklicken hier nicht zu laut. Weil das habe ich so immer so ein bisschen im Bedenken. So gut wie neu. Volle Kondition erreicht. Mindestens ein Quadrat der Gesundheitsanzeige behalten. Sie war eine Schönheit. War sie? Ist dieses Schwein? Sie schändete! Ach, hätte er sie doch umgebracht! Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht! Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte! Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Gut gerichtet. Il Carnefice, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, wohnt auf dem Hügel über dem Galgen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Für die Vollsynchronisation das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Das machen wir doch. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. So, dann wollen wir mal hoch auf den Hügel gehen. Ich nehme immer ganz gerne den Weg über die Dächer. So.
Hier lang springen. Hand hoch. Diese Kletterfähigkeit von denen finde ich einfach richtig krass. Also würde ich auch gerne machen können. Einfach so klettern. Das ist einfach cool. Nicht meine Best, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Das Material hat überhaupt nichts mit zu tun. Requiescat in pace. Ora! Hey, was soll das denn? Bam! Der Facebitch. So, wer will als nächstes? Es ist mir so egal, ob du Angst vor dem Tod hast. So. Dann hole ich mir hier schön den Schatz. Klar, da Ring. Keine Ahnung. Ah, da ist auch noch einer. Komm her. So, schön. Ich finde die Kleidung von dem Typen hier eigentlich recht chillig. So, da uns nichts anderes übrig bleibt, gehen wir jetzt einfach zur nächsten Hauptmission. Wir könnten jetzt hier auch die ganze Zeit rumklettern, aber es wird auf Dauer relativ langweilig. Und da wir sonst noch keine andere Mission machen können, machen wir einfach diese Hauptmission. So, was haben wir denn derzeit für Waffen? Ja, eigentlich nicht relativ viele. Bleiben wir einfach bei den versteckten Klingen. Die mag ich eigentlich generell am liebsten. Das Augensymbol in Datenbank Pop-Ups deutet auf mysteriöse Hinterlassenschaften von Subjekt 16 hin. Hey, finden Sie diese. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Adlerauge ist das hier, falls ihr es nicht wisst. Was hier, da kann man halt so Verstecke oder generell verborgene Sachen sehen. Das ist hier seine Fähigkeit, die Desmond durch den Animus, durch den Animus, praktisch übernimmt, weil er bekommt ja auch die Fähigkeiten seiner Vorfahren durch diese Kletterfähigkeiten oder sowas. Das bekommt er ja alles dadurch, dass es synchronisiert wird. Nein, ich werde jetzt kein Geld geben, du kannst mal woanders schnorren. So, zu dem Typen hier, Machiavelli. Hallo. Ezio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Der Neue in der Stadt. Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedenen Gefahren auf dem Weg begegnen. Den Borgia-Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Aber natürlich. Tue ich das je? Zu einem Waffenschmied dürfen wir uns jetzt einkleiden. Das wäre natürlich recht nett. So. Dass die nicht mal schneller gehen können. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ich habe meine Klinge. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Aber natürlich. So, was soll ich mir kaufen? Das Stilett und die römischen Schulterteile beim Schmied kaufen. Okay. Dann machen wir das mal. Wir wollen Rüstung. Schulterteile. Akzeptieren. Und wir wollen noch ein Stilett. Ja. Investitionen. Können wir gleich investieren? Nicht genug Geld, okay. Empfiehlt uns an eure Freunde. Mir nicht länger bieten, Kane. Ben. So.
Nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt, was den Mann antreibt, das vermag ich nicht zu sagen. Aber Exir, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. So. Wir haben uns den Banner geholt. So, ich wollte jetzt hier eigentlich keine Stadtführung. Ich wollte eigentlich nur diese Mission hier abschließen. Aber, mein Gott, da muss man sich gewöhnen, weil in Assassin's Creed Spiel, man muss immer sehr lange im Kreis laufen. Zumindest meistens. Aber glücklicherweise kommt gleich eine Cutscene. Ja. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Oh ja. Ich habe schon einen Plan. Hoffe ich. Einfach mal. Nämlich werde ich jetzt einfach ganz gechillt. Halt! Sofort stehen bleiben! Einfach die hier umlegen. Das ist ein toller Plan. Warum packe ich die eigentlich immer? Ich weiß auch nicht genau warum. Jetzt mal dich, dann probieren wir mal unser neues Stilett aus. Den will ich noch gar nicht umlegen. Ich möchte erst noch den anderen hier. Ui, Junge, chill. Ach, natürlich lasse ich los. So, volle Synchronisation erreicht. Dann dürfen wir jetzt zum Machiavelli zurückkehren. So. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Machen wir das doch. Wir müssen hier hochklettern. So, dort hinter. Die fest, gut. Diese Leiter hier gehen wir hoch. Dann wären wir rein theoretisch auch schon oben und zünden den Turm an. Ich weiß nicht. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. So. Dann dürfen wir jetzt wohl den Stall kaufen. Ausbau. Wir haben mal wieder die volle Synchronisation erreicht. Das ist eine schöne Sache.
Und dann steigen wir jetzt wohl gleich auf das Pferd auf. Wie gewonnen, so Ceronin. Machiavelli zum Campidoglio begleiten. Keine Ahnung. Keine Gesundheit verlieren. Akzeptieren. Reiter! So, ab sofort kann ich immer mit E ein Pferd rufen. So. Wie viel Uhr haben wir es denn? 18.41 Uhr. Da müsste ich ja jetzt hier eigentlich den Part schon beenden. Aber machen wir noch ein paar Minuten. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt auf Sand zu kommen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Aber natürlich, das machen wir. Ich werde beim Kapitol warten. Und zwar... Gebt mir mein Geld zurück! Bis gleich. So, dann laufen wir mal schön dem Typen hinterher. Kommt hierher zurück! So, ihr geht mir mal schnell aus dem Weg. Ihr macht einen großen Fehler! Oh ja. Oh, Alter, warum mache ich jetzt hier gerade die ganze Zeit solche Mini-Ruckler? Was tut ihr da? Komm, verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. So. Ich hoffe, ich muss das nicht noch mal erklären. So, schalten wir den hier auch noch schnell aus. Und den dort vorne auf dem Pferd. Hallo? So, noch ein Versuch. So, jetzt hat. Der hält aber ganz schön viel aus. So, was ist das? Jetzt kommt mal Schnee vor. So. So geht das doch auch. Gut, dann beenden wir an dieser Stelle diesen Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Part wieder rein. Und wir sehen uns. Tschüss.